Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe gerade diesen Look hier abgeschminkt und ja, wenn euch der gefällt, dann bleibt auf jeden Fall gespannt. Das Video wird demnächst dazu online gehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem heutigen Video und da geht es um meine aufgebrauchten Produkte im Monat Mai. Das ist diese Tüte hier von Lush, die ist einmal schön gefüllt und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Video. Und als erstes habe ich hier von Eucerin die Kopfhautberuhigendes Urea Intensivtonikum. Das ist einfach ein Tonikum, was man sich auf die Kopfhaut aufgibt, wie eine Bodylotion im Endeffekt, kann man sagen. Sorgt halt einfach nochmal dafür, dass die Kopfhaut schön gepflegt wird, schön mit Feuchtigkeit versorgt wird. Gerade für Leute, die trockene Haut haben, kann ich das absolut empfehlen, so ein Tonikum oder so eine Lotion zu nehmen. Was ich jetzt bei dem nicht so gut finde, der hat so eine Spitze. Und wenn man eh schon eine empfindliche Kopfhaut hat und sich damit das auf die Kopfhaut gibt und an die Kopfhaut drankommt, dann kratzt es so ein bisschen, was ich nicht so cool finde. Aber das Produkt an sich tut, was es verspricht und deswegen würde ich es mir auch nochmal nachkaufen. Ein Deo von Aquaphir ist leer geworden und zwar das Pure mit Colorflower Watermelon und Seaweed. Das ist ein... Ja, also es roch sehr gut, aber es ist jetzt nicht das, was ich sehr favorisiert habe. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis es leer geworden ist. Ich habe es auch zum Schluss eigentlich nur noch für meine Schuhe hergenommen. Und ja, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, duftet mal dran. Vielleicht gefällt es euch ja. Von Nivea ist das Seidenmousse Vanilla Karamell leer geworden. Das ist dieses hier gewesen. Das ist ein sehr, sehr schöner Pflegeschaum. Der ist super weich, der macht super Spaß unter der Dusche. Und wer auf so Vanilledüfte steht, ich glaube, das war aber eine Limited Edition, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Limited Edition, also den werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten oder in der Winterzeit wieder. Aber an sich fand ich den sehr, sehr gut. Ja, in einem meiner Schübe habe ich ein Produkt gefunden, was ich jetzt einfach mal aussortiere. Da ist auch nicht mehr viel drin, so viel ungefähr. Das habe ich mal eine ganze Zeit lang sehr, sehr gern hergenommen. Das ist einfach so ein Deo-Gel von Scholl. Ist an sich sehr, sehr gut. Hier steht halt drauf, maximal 6 Monate und ich habe das länger als, wesentlich länger als 6 Monate gehabt. Das ist schon uralt und ja, aber kann ich an sich eigentlich empfehlen. Weil so für den Sommer, für die Ballerinas und so weiter, ist so ein Fußdeo, so eine Creme eigentlich sehr, sehr gut. Zumal die hier auch so einen schönen, kühlenden Effekt hat. Und ja, könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Von Tedisept habe ich hier den Blueberry Cupcake verbadet praktisch. Das ist auch ein sehr, sehr toller Duft gewesen. Ganz, ganz, ganz schöner Duft. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen und auch zum Verschenken ist der super gut geeignet. Von Alverde habe ich eine Spülung leer gemacht. Die habe ich mir gekauft, einfach weil sie sensibel für Sensitivhaut ist, irritiert und empfindliche Kopfhaut. Ja, würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen, weil es einfach... Die Haare sind danach wie Stroh. Also man kommt da kaum durch. Man braucht extrem viel Produkt, damit man überhaupt... während dem Duschen schon mal durch die Haare kommt und danach auf jeden Fall ein Öl in die Haare rein, weil ohne Öl habe ich das definitiv nicht durchbekommen, die Haare. Und deswegen würde ich mir den hier nicht nachkaufen. Ja, bei Rossmann kann man als Blogger, YouTuber, kann man sich für so einen Blogger-Newsletter anmelden und kann dann in so eine Verlosbox springen, wenn einen das Produkt interessiert. Und wenn man Glück hat, gewinnt man etwas und wenn nicht, dann nicht. Und ich hatte damals von Bernengen das Paket bekommen und da war diese Body Butter drin. Und Leute, es riecht so gut. Oh. Ich weiß nicht genau, nach was es riecht, aber es ist ein ganz, 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 ganz toller Duft. Ich liebe ihn und ich hatte auch das Duschgel oder die Duschcreme davon. Die hatte ich in einem Aufgebracht-Video gezeigt, wo leider die Dateien kaputt waren. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also diese Duschcremes, das sind sehr, sehr feste Gele, würde ich jetzt mal so beschreiben. Und die sind halt extrem gut für trockene Haut. Also wenn ihr trockene Haut habt, dann schaut euch die Produkte unbedingt mal an, weil die sind echt mega gut. Und oh, der Duft
ist so himmlisch und ich werde mir die auf jeden Fall für die nächste Herbst-Wintersaison wieder dazu kaufen, weil die pflegen super gut, die duften mega gut, die hält, also der Duft hält lange auf der Haut und diese blaue Reihe gefällt mir am besten. Es gibt ja auch noch diese gelbe, dann die Symbole sind dann praktisch in gelb, das ist eine andere, die hat mir vom Duft her nicht ganz so gut gefallen, aber diese blaue hier, mega. Ja, noch ein Kopfhaar-Tonikum oder Balance Sculpt von System Professional von Wella habe ich leer gemacht. Das ist dieses gute Stück hier. Was mir hier besser gefällt, die Spitze, wie man hier sieht, die ist abgerundet. Dadurch kann man damit schön auf die Kopfhaut gehen, ohne dass es kratzt, was natürlich sehr, sehr gut ist. Es ist auch für zur Berührung der Kopfhaut, zur Pflege der Kopfhaut, einfach wie so eine Bodylotion kann man sich das vorstellen. Und ja, habe ich mir auch nachgekauft, habt ihr, glaube ich, in einem meiner letzten Hauls gesehen. Und ja, liebe ich. Von Isan habe ich wieder meine Wattepads einmal aufgebraucht. Das sind diese 140 Stück. Die mag ich am liebsten, also diese kleinen hier. Für meine Augen verwende ich allerdings andere Wattepads, und zwar die von Die Make-Up. Die hatte ich, glaube ich, mal in irgendeiner Box drin, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall finde ich die mega gut. Und gerade diese Expert, die haben so ein Wabenmuster. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier sehen kann. Und die nehmen das Augen-Make-up super gut runter, super gründlich runter und schnell runter. Und also ich merke schon den Unterschied, wenn ich die nicht habe und nur die fürs Augen-Make-up, also für Mascara gerade, ist es interessant, verwende. Da dauert es länger, bis ich die runterkriege. Also die reibt die Mascara irgendwie schneller runter. Dadurch muss ich nicht ganz so viel am Auge rumreiben. Meine Haut wird nicht dadurch gereizt. Und deswegen liebe ich die und verwende die eigentlich nur für meine Augen und die anderen fürs restliche Gesicht. In einer Glossybox oder Pinkbox hatte ich das, glaube ich, mal drin von Silvermed. Den Reinigungsschaum bei fettiger und unreiner Haut, ja, werde ich mir nicht nachkaufen, weil ich habe keine fettige und ich habe auch keine unreine Haut. Und deswegen würde ich den nicht nachkaufen, aber ich glaube, für diejenigen, die wirklich fettige und unreine Haut haben dadurch, ist es ein sehr, sehr gutes Produkt. Es ist trotzdem sehr mild, es reinigt wirklich gut und ja, ich habe einen anderen Schaum, der einfach für meinen Hauttyp besser geeignet ist und deswegen werde ich mir den hier nicht nachkaufen. Ja, von Rosens habe ich mir hier einmal diese Sprühflasche, die habe ich auch schon ein paar Mal nachgefüllt, aber jetzt sortiere ich das einfach aus, weil ich das momentan einfach nicht nutze. Das ist das Rosenwasser, liebe ich, mag ich super gerne, macht eine super schöne Haut und pflegt gut und verwende ich einfach als Gesichtswasser und wie gesagt, absolutes Top-Favoritenprodukt, wird auf jeden Fall nachgekauft, beziehungsweise habe ich ja auch aktuell im Bad stehen, also die normale Flasche und ja, kann ich einfach jedem nur ans Herz legen. Ja, in einer Barbara-Box, glaube ich, war das drin von Dr. Gradl, das Hyaluron Moisture Flash, diese drei Ampullen, fand ich an sich sehr, sehr gut. Habe ich halt abends statt einer Gesichtscreme aufgetragen, haben die Haut wirklich schön mit Feuchtigkeit versorgt und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und Hyaluron ist ja super für trockene Haut, einfach um das Ganze aufzupolstern. Und ja, fand ich echt gut. Ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht, weil ich einfach nicht so der Typ für Ampullen bin. Also das ist so, ich habe sie auch jetzt ewig gehabt und ich habe mich halt irgendwann einfach mal dazu gezwungen, immer das zu verwenden. Eine so Ampulle, das ist so eine blaue Flüssigkeit gewesen, die hat auch für zweimal gereicht. Das heißt, ich habe halt immer geguckt, dass ich die auf darauffolgende Tage verwendet habe. Und ja. Aber wer sowas mag, wer sowas gerne verwendet, für den kann ich sowas empfehlen. Ja, von La Cerie de Volcans Paris, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es wieder falsch ausgesprochen, aber ja, das ist eine Maske, die, glaube ich, war schwarz mit so ein paar Peelingkörnern drin. Ja, habe ich nicht aufgebraucht, sortiere ich jetzt einfach aus, weil ich sie schon länger habe, als 12 Monate, ich glaube locker schon 2 Jahre oder so. Und sie ist vegan, 90,6% natürliche Inhaltsstoffe, ja, aber hat mich einfach nicht überzeugt, deswegen habe ich sie auch nicht fertig verwendet und deswegen ist hier auch noch ein bisschen was drin. Also ich glaube, die Hälfte der Ampulle hier ist noch voll und deswegen sortiere ich das jetzt aus.
von Dresden Essenz erst gestern auf gebrauchter Blütentraum, Sprudelbad, Pfingstrose und Kornblume. Das ist dieses schöne Teilchen hier. Also die Verpackung ist schon mal richtig schön in diesem, ja, Flieder-Lila. Und auch der Duft, also ganz, ganz schöner Duft, werde ich mir definitiv nachkaufen. Vom Balea habe ich eine reinigende Maske aufgebraucht, klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink, poren verfeiner die Haut. Ab und zu verwende ich einfach gerne reinigende Produkte, also so maximal ein bis zweimal, nein, nicht ein bis zweimal die Woche, ein bis zweimal im Monat so. Öfters verwende ich solche Produkte nicht, weil ich habe eine trockene Haut, aber ab und zu habe ich halt einfach mal so ein paar Unreinheiten und da verwende ich sowas eigentlich ganz, ganz gerne dann zwischendurch. Und ja, sie hat ihren Job getan, aber jetzt irgendwie herausragend war die Maske nicht. Auch von Schäbens habe ich so eine Maske gehabt, das ist diese hier, das ist die reinigende Maske. Poren verfeinert, beugt Unreinheiten und reduziert Hautglanz. Wie gesagt, auch sowas hier. Ein bis zweimal im Monat maximal und ja, fand ich jetzt an sich gut, aber auch jetzt nicht wirklich was Berauschendes. Von Dresden Essenz die süße Verführung wieder aufgebraucht, das Sprudelbad mit entspannendem Honigduft und ich hoffe, es gibt es im nächsten Winter wieder. Das ist dieses gute Schätzchen hier und es riecht so lecker, Leute, es riecht so unheimlich gut. Ich habe noch eins im Vorrat. Ganz, ganz toller Duft, mag ich sehr, sehr gerne. Bade ich sehr, sehr gerne drin und liebe ich einfach. Von Montange Jeunesse, glaube ich, heißen die, eine Tuchmaske mit brasilianischem Schlamm. Das ist diese hier. Die habe ich auch gestern erst verwendet. Diese Schlammmasken mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde sie richtig gut und sie tun auch was für die Haut. Also die mag ich echt gerne und werde ich mir definitiv mal wieder welche nachkaufen. Ja, von Kneipp habe ich ein Bad aufgebraucht und zwar Kirschblüte. Und ich bin ja auch im Sommer eine Bademaus. Also ich kann das ganze Jahr über baden. Also ich nehme mir die Zeit auch wirklich einmal die Woche ins Bad zu gehen, weil ich das einfach sehr, sehr entspannend finde. Eine Maske drauf, Bad an, Bad einlaufen lassen, Kerze an, Film, ein Video, mal nur Musik, mal mit einem Buch. Also je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Und ja, deswegen auch wieder aufgebraucht ein Bad mit Kirschblüte. Auch ein so leckerer Duft von Kneipp. Ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es die noch gibt. Wenn ja, werde ich mir definitiv nochmal welche holen, weil die richtig gut sind. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den letzten Produkten oder beziehungsweise es ist im Endeffekt ein Produkt und zwar zwei Proben. Ritual of Ayurveda Balancing Body Cream und oh Leute, die duftet so unheimlich gut. Also ich glaube, das ist auch so ein Produkt, das ich mir definitiv mal in groß holen werde. Ganz, ganz, ganz toller Duft, mag ich sehr, sehr gerne und ja, ich bin froh, dass ich zwei Probesachis hatte, weil eins hat für den Oberkörper, eins für den Unterkörper gereicht und es hat ja wirklich ewig geduftet. Also ich habe am nächsten Morgen noch, also ich war baden, habe mich damit eingecremt und habe halt wirklich am nächsten Morgen noch danach geduftet und das mag ich ja unheimlich gerne, wenn Produkte so lange auf der Haut sind und riechen. Der Duft ist so toll. Ja, richtig, richtig toll. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle meine aufgebrachten Produkte für den Monat Mai. Es ist wieder eine kleine Kleinigkeit geworden. Ich habe noch einige Produkte im Vorrat stehen, die eigentlich mal aufgebraucht werden müssten. Und das werde ich auch demnächst angehen als Projekt. Ich habe demnächst Urlaub und da möchte ich euch einfach mal meine Produkte abfilmen, die aktuell in meinem Badezimmer stehen, also die wirklich offen sind, die ich schon mal verwendet habe, wieder aus der Dusche oder aus dem Bad im Endeffekt raus und einfach jetzt da stehen und warten darauf, dass sie benutzt werden. Das werde ich euch auf jeden Fall mal in meinem Urlaub abdrehen. Und ja, an sich war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!